Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies80 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Und ich gebe zu, ich bin bei diesem Steelbook ein bisschen spät dran, aber ich hatte keine Muse dazu, schon ein Video zu machen. Jetzt kurz vor Silvester daher gekommen, jetzt mache ich noch fix eins. Es handelt sich hier um das Steelbook zur vierten Staffel von Star Trek Discovery. Und ich habe einfach so meine Probleme mit dieser Star Trek Serie. Ich habe gerade mal die Season 1 und Season 2 angeguckt. Und selbst die waren manchmal wirklich extrem anstrengend anzugucken. Viele Logikfehler und auch sehr viele nervige Charaktere. Allen voran auch diese nette Dame hier. Also die Hauptdarstellerin vor allem. Ich kann einfach nicht mit dem neuen Star Trek anfangen. Auch Star Trek Picard hat auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ich bin schon sehr gespannt auf Star Trek Strange New Worlds. Das soll ja wohl richtig gut sein. Aber ich gebe zu, ich habe keinen Bock, Paramount Plus zu holen für einen weiteren Streamingdienst. Und werde auch wohl warten, bis es auch auf Disc herauskommt. Und auch hier war es genauso. Da gab es auch Probleme mit Netflix, wurde hier auch nicht weitergegeben. Dann konnte man es eben bei Amazon kaufen, kam dann bei Pluto TV auch raus. Und jetzt endlich gab es auch eben nun das auch als Disc-Version und hier eben dann das Steelbook. Und ich habe gerade mal geguckt, das Steelbook wird jetzt für 65 Euro gehandelt. Dieses Steelbook, ich dachte mir aus dem Vogel raus. Aber es ist nun mal so. Also bitte passt auf, was ihr da jetzt zahlt für dieses Steelbook, wenn ihr wirklich diese Serie als Steelbook haben möchtet. Denn das Gute ist, es gibt ja schon die anderen drei Staffeln ebenfalls schon in einem Steelbook. Aber leider ist auch das hier wieder ein Steelbook, was wieder komplett aus der Reihe tanzt. Denn wir haben hier einfach andere Motive drauf. Einmal hier Discovery Season 1. Dann haben wir hier eben das weitere Season 2 Logo, auch das nicht schlecht. Und dann kommt eben hier Season 3. Wir haben hier zwar überall die Prägung dabei, aber diese Artworks passen einigermaßen ganz gut zusammen. Auch das Back-Artwork schaut sehr cool aus, einmal hier von der Season 1, dann von der Season 2 und hier eben von der Season 3. Gut, okay, jetzt nicht ganz so schön, aber trotz alledem schaut doch ganz gut aus. Und jetzt haben wir wieder hier das hier mit eben Burnham vorne drauf. Und irgendwie ja, passt es einfach nicht zu dem ganzen Konzept oder kompletten Gesamtbild von diesen Steelbooks. Das Bein hat sich auch wieder ein bisschen verändert, aber das gucken wir uns nochmal an in der Ego-Perspektive. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal hier ein bisschen über das Informationen. Der Film, diese Serie geht 666 Minuten, also die Zahl des Teufels, ist ab 12 Uhr freigegeben und wir haben auf jeden Fall hier auch einiges an Bonusmaterial. 104 Minuten sage und schreibe, aber leider fehlen auch hier wieder die kleinen, ja, kleinen Track-Serien, die fehlen hier mal wieder zum Beispiel drauf. Sehr, sehr ärgerlich, denn die kann man eben nur bei Netflix Comedy angucken. Ich mache mal jetzt erstmal die Folie runter und dann gucken wir uns mal dann das Steelbook mal ganz genau an. Also auch mit dem Spine. Wir haben aber hier ein Hochglanz-Steelbook, muss man hier schon mal erwähnen mal wieder. Aber auch haben wir wieder hier die wunderbaren Klebepopel von Paramount, die so wunderbar nicht abgehen. Aber hier sind sie sogar recht dünn nur drauf gepicht. Also, aber selbst doch, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich kann euch sagen, es ist echt dramatisch. Aber gut, wir machen erstmal eins nach dem anderen. Und wie immer. Und der Dill ist auch drin. Okay, also gut. Wir starten mal mit der Ego-Perspektive und ich habe schon Hals. So, bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive zu Star Trek Discovery Season 4. Und bevor wir zum Steelbook kommen, geben wir uns erstmal kurz die Banderole. Und hier erst natürlich der Hinweis, ab 12 Jahren freigegeben, Star Trek Discovery Staffel 4. Und hier auf der Rückseite haben wir schon mal die Inhaltsangabe zu der vierten Staffel. In Staffel 4 von Star Trek Discovery sehen sich Captain Burnham und die Crew der USS Discovery mit einer noch nie dagewesenen Gefahr konfrontiert, da sowohl Welten einander innerhalb als auch außerhalb der Föderation die Auswirkungen davon spüren, müssen sie sich gemeinsam dem Unbekannten stellen
und zusammenarbeiten, um eine hoffnungsvolle Zukunft für alle zu sichern. Na wunderbar, es klingt wieder sehr dramatisch in einem kompletten zusammenhängenden Handlungsstrang in dieser Staffel. Ich bin eh kein großer Freund von diesen zusammenhängenden Staffeln, aber leider, die Zukunft ist nun mal so, was ich sehr schade finde. Ich kann einfach damit einfach nichts anfangen. Hier ein paar Szenenfotos aus dem Serie und hier eben dann das Bonusmaterial. Dann 104 Minuten Bonusmaterial, der Tribut, den es forderte, Michael Burnham, das Logbuch des Captains Raum erschaffen, dann Star Discovery, die Reise von Staffel 4, Audiokommentar, Gagreel und geschnittene Szenen. Und hier eben die Blu-rays gehen hier insgesamt 666 Minuten. Hier eben Sprache, Deutsch und Englisch, Französisch 5.1 und hier noch die Untertitel. Auf jeden Fall einiges dabei. So, jetzt kommen wir mal zu dem Steelbook an sich. Das Motiv schaut wirklich sehr gut aus, gefällt mir auch gut, ist auch vor allem auch gestochen scharf. Aber wie gesagt, es passt leider nicht ganz zu den anderen. Das muss man hier auf jeden Fall klipp und klar feststellen. Also wenn wir das einfach mal so kurz hier in die Kamera kurz halten. Es passt einfach nicht mal wieder zusammen. Ich weiß, es glänzt jetzt hier ein bisschen, aber ist auf jeden Fall, ihr habt es auf jeden Fall gesehen, es passt nicht so zu den anderen Motiven. So, und ein weiterer Kritikpunkt habe ich natürlich auch schon gleich wieder gefunden. Wäre noch Discovery Season 3 oder Season 3 hier noch wunderschön geprägt ist, haben wir nun hier bei Star Trek Discovery Season 4 natürlich nichts mehr geprägt. Und das ist auf jeden Fall hier schon sehr ärgerlich. Warum kann man einfach auch hier wunderschön eine Prägung reinbringen, wie es auch sonst auch beim anderen war. Aber nein, hier wurde eben auch schon die Prägung wieder weggelassen, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Hätte das ganze Steelbook noch eins draufsetzen können an der Qualität her, aber leider wurden wir hier wieder mal wieder enttäuscht. Ich habe hier oben eine kleine Delle, das sieht hier oben ganz gut sogar, sehr ärgerlich. Und jetzt gucken wir uns mal den Spine an. Das sieht hier so aus, Star Trek Discovery Season 4. Und wir holen mal die Season 3 mit her. Und es tut mir echt leid, aber ich kann es einfach nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Versteht ihr das? Ich hole mal noch Season 2 mit her und Season 1 noch mit her, damit ihr wisst, was ich meine. So, wir haben hier Star Trek Discovery. Wir haben hier vier verschiedene Steelbooks und kein einziges Spine von einer zusammenhängenden Serie passt hier zusammen. Es ist einfach nur traurig. Vielleicht bin ich jetzt wirklich hier ein extremer Munk. Bin ich auch, ich gebe es zu. Aber erstmal bei Star Trek Discovery Season 1 und Season 2 ist hier der Schriftzug von Discovery wesentlich größer als bei hier unten. Ist schon mal sehr, also allgemein, der komplette Schriftzug ist hier wesentlich größer als hier, was ich nicht verstehe. Auch passen auch die CPS-Logos nicht wirklich zusammen. Die sind wirklich auch verschieden unterschiedlich hoch. Dann wurde ab der Season 3 ein neues Discovery Spine erstellt. Okay, ist in Ordnung, es spielt sich ja in der Zukunft. Ist für mich noch verständlich gewesen. Aber hier ist das CBS-Logo noch weiter unten als die andere noch. Und von daher, okay, es kann ja so gut sein. Aber jetzt haben wir die Season 4. Und hier wurde nochmal alles komplett über dem Haufen geworfen. Jetzt haben wir ein kleines Star Trek stehen, dann Discovery groß drauf geschrieben und Season 4. Es passt einfach absolut nicht zusammen. Unten dann auch kein Paramount-Logo. Ich kann, also bitte sagt mir bitte, bin ich jetzt echt ein Monk oder stört es nur mich oder stört es euch auch? Also ich kann es einfach nicht verstehen, wie man sowas machen kann. Es ist ein und dieselbe Firma, Paramount oder auch CBS, wie auch immer, ist auch egal, wer es ist. Aber man muss es doch sehen, dass dies einfach nicht zusammenpasst. Ich kann, also, welcher Praktikant hat das bitte gemacht? Aber gut, nein, ich gehe nicht mehr auf. Wir machen weiter. So, okay, so viel schon mal zu Spine. Und die Rückseite, ja, wow, auch absolut spektakulär. Also, da muss ich sagen, hat ja wirklich hier noch die Season 3 noch einigermaßen noch was hervorgehoben, noch ein Motiv. Hier haben wir einfach nur ein paar Flammen, ein paar, ja. Ihr könnt es auch gerne mal aufschlagen. Vielleicht ergibt es dann auch ein... Ah, guckt, es ergibt ein zusammenhängendes Motiv.
Aber ja, wunderschön ist es jetzt, ist es auf jeden Fall nicht. Sehr, 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 sehr schade mal wieder, was hier gemacht wurde. Ich bin einfach entsetzt, wie man das so gestalten kann, wenn man schon weiß, dass es auf jeden Fall mit den ersten drei Staffeln wesentlich besser wurde und jetzt eben hier nochmal eine Stufe runtergesetzt. Ich bin wirklich sehr enttäuscht, wirklich sehr enttäuscht. Und dann schauen wir uns nochmal die Innendisk an, also die Disk an. Haben wir eben hier vier Disks, einmal hier die Disk 1 in blau. Ja, kann man wie mir lassen in blau. Dann haben wir hier eben die Disk 2 mit hier unten den kompletten englischen Folgennamen. Aber es gibt schon mal keine aufeinanderliegenden Disks. Ist schon mal hier gut. Und dann haben wir eben hier die dritte Disk. Und noch einmal dann die vierte Disk. Mit Specials und noch weiteren zwei Folgen. So, innen drin schaut es eigentlich ganz gut aus. Das kann man sich auf jeden Fall angucken. Auch hier ein schönes Bild mit den beiden. Ja, okay. So viel schon mal zu der vierten Staffel von Star Trek Discovery. Was sagt ihr denn zu diesem Steelbook? Ich bin mir wieder maßlos enttäuscht, was hier gemacht wurde. Also wir sind jetzt wieder in der Ego-Path, im Hauptmotiv. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war nun die vierte Staffel von Star Trek Discovery. Und was soll ich sagen, ich kann es einfach nicht verstehen. Der Spine einfach ist grauenhaft. Ja, es passt einfach zu keiner einzigen Staffel. Es passt nichts bei der Serie, absolut nichts für diese ganzen Steelbooks. Auch das Backartwork, wow, wirklich spektakulär. Und vor allem auch keine Prägung oder keine Stanzung, wie man es nennen darf, ist egal. Einfach nur unglaublich. Also, wenn ihr jetzt bei Amazon einkaufen gehen solltet, dann kauft bitte nicht dieses Steelbook für 65 Euro. Macht es bitte nicht. Und guckt erstmal, bevor ihr irgendwas kauft, auf den Preis von dieser Staffel. Ja, das war es erstmal von mir mit der vierten Staffel von Star Trek Discovery. Weil ich die angucken werde, ich weiß es nicht. Ich habe es einfach eigentlich zur Komplementierung von Star Trek. Aber ob ich sie mir jemals angucken werde, ich kann es euch echt nicht sagen. Ja, das war es erstmal von mir. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und Peep.